Und ab geht's. Und nachdem ihr euch... Boah, guckt ihr das mal an, ey. 19 raus. 20 raus. 20 raus. So, Leute, wir haben uns hier versammelt. Und zwar haben die Admins mich ja letztes Mal schön vom Server gebannt. Und das Ganze kann einfach so nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Und deswegen, wir sind gerade hier knapp 400 Leute im Livestream. Da haben wir doch einfach mal gesagt, kommt vorbei, schaut doch mal vorbei bei uns. Wir möchten so einen kleinen Angriff auf die Admin-Base starten. Und wir haben euch natürlich alle herzlichst eingeladen, mit uns zu spielen. Hat jetzt etwas länger gedauert, weil wir den Server-Reset abwarten mussten. Aber ist jetzt soweit alles in Ordnung. Wir fliegen jetzt einmal rüber zu unseren geil versteckten Zelten, die wir vorher platziert haben, wo noch Waffen für euch sind, wo Skins für euch sind, weil wir möchten ja alle einheitlich aussehen. Dann ziehen wir uns einmal kurz um, bewaffnen uns und fliegen zu der Admin-Base und machen so eine schöne Aufnahme, wie wir runterfliegen. Also wir ejecten aus dem Helikopter. Wir haben so eine Chinook hier und gucken dann, dass wir die Base bisschen auseinandernehmen, dass wir da ein bisschen Unruhe stiften. Mit dabei ist Captain Skooma hier irgendwo unter dem Haufen. Ihr seht schon, sind ein bisschen mehr da. Hallo. Ich blicke meinen Kopf. Da ist er, Skooma. Hi! Hallo! Hallo! Und Perry Raute Ehrenlos ist auch da vorne irgendwo. Der fliegt eben. Der fliegt irgendwo gerade. Ja, der steuert den Heli. Wir dürfen ihn nicht zu sehr ärgern, weil sonst kracht er irgendwo rein. Dann hat er irgendwie 24 Kills oder so. Da haben wir nochmal die Außenperspektive. Sieht alles super aus. Und ja, wollt ihr mal alle Hallo sagen hier? Moin. Einer. Hallo. Okay, das war genug. Also man sieht schon, sind ein paar mehr heute. Wir werden einfach sehen, was passiert. Ja. Möchtest du auch noch was sagen? Skooma. Ja, ich schütze ab. Wir spielen Napa Island. Das kann man noch. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Einer hat gesagt, Perry stützt ab. Oh, ich seh's aber, Alter. Oh, wir werden schon beschossen, oder? Nee. Ich glaube, hier sind wir eh drin und sterben. Boah, wenn einer das killt, ne? Weißt du, stell mal vor, wir stürzen ab. Weißt du, wie viel Chat, also wie links der Chat so voll gespammt wird? Ja, der halbe Server wäre dann einfach tot. Das sieht schon krass aus, wie viele hier drin sitzen, muss man schon sagen. Boah, das ist, Vor allem, wenn wir dann einheitliche Skins haben gleich und dann alle dieses gleiche Waffe oder so, das ist mega geil. Komm, wir haben dann ein Loch im Boden. Ja. Wo ist Quizzix? Den schmeißen wir erstmal runter. Fallschirm abnehmen und runterschmeißen. Bitte dürfen jetzt nicht aufstehen, ne? Es geht, ne? Boah. Du hast aber echt ein bisschen blöd geplant. Ja. Ja, oder? Guck mal, keiner von uns ist angeschnallt. Ja, auch noch. Kommt noch dazu. Sehr vorbildlich. Du musst dann gegen einen Baum fahren oder so, weißt du? Und ihr seht schon, wir haben alle verschiedene Bewaffnungen. Der eine hat da, was ist das, eine dicke MG, der eine hat eine DMR, der eine hat eine M14, der eine hat eine Machete, das ist der härteste hier. Aber der sieht schon nicht mehr gesund aus. Der sieht wie so ein Kannibal aus. Und die Enfield sehe ich hier. Also wir sind gut bewaffnet. Aber wir werden natürlich gleich uns noch besser bewaffnen. So, Leute, ihr findet jetzt hier drei Zelte, die sind links von uns, die könnt ihr jetzt schon sehen. Da sind Skins und Waffen. Ich bitte euch auch einfach, euch mal zu equippen und dann ready machen. Wir machen dann noch so ein Gruppenfoto vor der Chinook. Jeder bitte 4 Magazine nehmen. Im linken Zelt sind M4s oder sowas, in der Mitte sind SA-58 und rechts sind die Skins. Also jeder ein Skin und 4 Magazine nehmen. Und ab geht's! Und dann machen wir ein... Ich steige schon aus. Komm, ich steige aus. Und nachdem ihr euch... Boah, guckt ihr das mal an, ey. Und nachdem ihr euch umgezogen habt, ihr müsst alle die Taschen ablegen, weil sonst könnt ihr euch nicht umziehen. Danach machen wir nochmal so ein Gruppenfoto. Perry, bleib du mal bitte drin als Pilot. Nicht, dass Ich hab abgeschlossen. Also, ja, bleib trotzdem mal drin, weil ich hab ja, die ich Befürchtung... Ja, ich muss durchziehen. Also. Der James-Skin, ne? Genau. Da. Ah, ich komme nicht raus. Einmal schön den Skin wechseln. Wenn ihr fertig seid, nehmt den Heli-Stellen einfach.
Weil wir müssen jetzt gleich noch durchzählen, damit alle vernünftig abspringen. Ehrlich? Ja, ja, wir machen das. Sah schon krass Skin aus, wie alle da zu den Zelten gelaufen sind. Mhm. Ja, der James-Skin ist richtig. Den Song, die Horde rennt, ey. Die Horde rennt. Wer fertig ist, einfach neben den Chinook stellen. Jo. Jetzt, wenn es geht, könnt ihr euch alle nochmal in eine Reihe aufstellen. Der Perry wird euch einmal durchzählen. Das wird dann die Reihenfolge sein, ja, mit der ihr rausspringen werdet. Ich würde sagen, wir springen als letztes, oder? Genau. Ja, dann stellt euch noch ganz rechts. Ich zähle von links durch. Welches rechts? Eine einzige Reihe mein bilden rechts hier. Also komm einfach zu uns, genau. Hä, du bist... Am besten mit ein bisschen Abstand zueinander. Ich sag dann immer euren Namen und geb euch dann eine Nummer. Wenn ihr diese Nummer dann gleich im Heli hört, springt ihr raus. Ich will nicht als Jungfrau sterben. Alles nur Priester hier. Such die Kinder! Such die Kinder! Meine Priesterkollegen! Wo ist der Raketenwerfer? Hör mal, was ist das hier? Guck mal, jede Nonne und jeder Priester hat so eine dicke Wumme in der Hand. Wenn ihr eure Zahl gleich hört, müsst ihr aussteigen. Also ejecten. Also ejecten. Aber erst, wenn ihr eure Zahl hört. Jetzt sagt einer aus Spaß so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, und dann springen die alle raus. Okay, Mucka. Ich hoffe ja, dass sie meine Stimme erkennen. Mucka? Ja? Also bei der 20 werde ich ja noch nicht rausspringen. Nee, spring bei 22 mal einfach zusammen irgendwann. Na, zusammen ist auch blöd, dann springst du einfach du bei 23 oder? Ja, ja. Also ich warte, bis du draußen bist und dann mach ich. Okay. Wir müssen nur Glück haben, dass wir das richtig so aufnehmen, weil ist ja extrem schwer während des Fallschirms was aufzunehmen. Ja. Ping-Pong, alles wird getötet, alles was, wird kein getötet was kein Priester ist. Ganz einfach. Alles, was kein Priester, alles, was kein Priester ist, stirbt. Diese Atheisten bringt sie um. Tötet diese Ungläubigen! Alles Ketzer. Alles Ketzer! Alles Ketzer! Alles Hexen! Tötet sie! Wie weit ist es noch? 4,5 Kilometer. Noch 4,5 Kilometer, meine Mädels. Liegt schon etwas höher, ich werde gleich dann noch etwas runtergehen, bevor wir rausspringen. Guck mal, da beschwert sich einer, wieso keine M14, sondern nur eine M4A1. Ja, es ist schon schwer, sowas zu farmen, so weißt du. Ihr kommt einfach nur dahin, aber wir müssen das Zeug farmen. Ist nicht so einfach. Kostet schon so das ganze Zeug, die ganzen Skins zu kaufen, die Waffen zu kaufen, den Chinook zu kaufen. So einfach geht das nicht. Und dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich mit den Screenshots kann ich mir dann wieder ein neues Titelbild machen. Weil das letzte Titelbild von meiner Facebook-Seite war nämlich auch von einem Community. Von einem Community-Game. Da haben wir zusammen, sind wir mit einem Bus durch die Gegend gefahren. Ne, Perry? Du magst ja, das. Ja, ich weiß noch. Ja. Da haben wir das auch gemacht. Oh, guck mal, ist das die Base unter uns? Naja. Oh, sind wir schon da? Ja. Ja, wir sind schon da. Okay. Machen, wenn bei einfach keinem der Fallschirm aufgeht. Wie die Lemminge. Okay. Ich werde aber mich noch mit dem GPS genau drüber manövrieren, dann gehe ich noch ein Stück runter. Ja, ja. Weil wir sind da auf 600 Metern. Das ist eine Base. Da ist schon mal ein feindlicher Chinook, der getötet werden, der zerstört werden möchte. Da die Admins natürlich auch unseren Stream gucken, wussten sie, was auf sie zukommt. Deswegen haben die sich vorher schon mit zahlreichen Truppen so positioniert, dass sie uns abfangen können. Ich blende hier mal als Hauptcam die vom Admin ein, der zufällig auch aufgenommen hat. Und ja, da sieht man nochmal, wie der Angriff zur Geltung kommt. Die Ungläubigen schießen auf uns! Dann geht's los! Eins raus! Eins raus! Die Ungläubigen! Zwei raus! Zwei raus. Drei raus. Vier raus. Oh, ist das geil? Ist das geil? Fünf raus. Sechs raus. Sieben raus. Guck mal, wie wir die ganze Zeit beschossen acht werden. Acht raus. Neun raus. Zehn raus. Elf raus. Zwölf raus. 13 raus. Perry, flieg mal noch ein bisschen tiefer. 14 raus. Ich kann nicht tiefer. 15 raus. 15 raus. 16 raus. 16 raus.
17 raus. 17 raus. Wir haben den Wind nicht einberechnet. 18 raus. 19 raus. 19 raus. 20 raus. 20 raus. Dann jetzt 21. Dann jetzt 21. 22. 22. Okay, ja. Und 23. Und 23. Geronimo! Oh Gott, ist das geil. Ja, boah, guck dir das mal in Ego-Perspektive ja, an, Alter. Sieht richtig pervers aus, Alter. Jo. Ich hab mein falsch. Boah, Alter, guck dir das mal an. Ja, das ist richtig krass. Irgendjemand schießt die ganze Zeit noch. Guck mal, die ersten sterben schon. Ja. Aber wir sind zu viele. Sie können uns nicht alle töten. Na doch. Überdenken Sie. Ich weiß auch warum, die haben... Ja klar, die haben auch den Stream an. Perry, du musst uns gleich mal unten abholen und nochmal wir dann einfach um... Ach, die haben da so oben so ein Dings platziert, ein ja. SUV mit einem AMG. Kannst du dagegen fliegen? Crash mal bitte, crash mal bitte. Crash mal bitte, volle Kanne. Ich hab den da drauf gelandet und bin ejected. Okay. Nein! Ich bin tot. Ich bin in der Base. Ich bin nee, in der oder? Base. Doch, egal. Nimmst du weiter auf? Ja, die schießen aber auch gerade auf mich. Jo, Leute. Erstmal ein fettes Dankeschön, dass ihr alle dabei wart. Das hat super viel Spaß gemacht. Das waren so viele Leute da. Und das war ja mal wohl der geilste Stream überhaupt. Ich hoffe, wir können demnächst mal wieder so etwas machen. Danke auch an Captain Skuma, dessen Link in der Beschreibung ist. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Sonst habt ihr hier oben noch den letzten Daisy Standalone Teil und unten die letzte Daisy Epoch Folge. Haut raus, eine schöne Woche euch allen.